Endlich wieder zu Hause. Leider nur für 1,5 Tage, dann geht es direkt schon wieder weiter. Ich wollte aber trotzdem ein kurzes Video machen. Und zwar stelle ich mir momentan gerade ein neues EDC zusammen und in meiner Abwesenheit ist was angekommen, das ich euch gerne zeigen wollte. Ich fand die ganze Zeit, ich habe viel zu wenig Mikata. Also habe ich mir jetzt Schweizer Taschenmesser machen lassen mit Mikata-Griffschalen. Und genau um die geht es heute. Heute schauen wir uns mal die Daily Customs-Griffschalen aus Mikata an. Los geht's! Was gibt es über Daily Customs zu sagen? Es ist eine Firma, die hauptsächlich Griffschalen für Messer herstellt. Zum größten Teil Schweizer Taschenmesser. Ja, die machen auch noch Beads und ein paar andere Kleinigkeiten. Allerdings die Griffschalen für die Schweizer Taschenmesser, das ist so das Hauptding. Die werden in Hamburg gefertigt. Böker hat da auch noch die Finger mit drin. Das ist CNC gefräst. Also es ist schon eine tolle Arbeit. Aber das sind auch nicht die günstigsten. Ich versuche das mal hier in die Kamera zu bringen. Und jetzt schauen wir mal, dass das auch fokussiert. Also man sieht es, diese Griffschalen kosten 60 Euro. Wenn man jetzt bedenkt, ich habe hier ein Taschenmesser drin, das eigentlich 25 kostet. Anstatt 25 Euro dann 85 zu bezahlen, ist halt immer so eine Sache. Das ist nicht jedermanns Ding. Man kann sagen, hey, ein bisschen bekloppt. Auf der anderen Seite, ich habe letzte Nacht einen Flaschenöffner für 80 Euro bestellt. Also, ich überlege mir halt, wenn ich jetzt hier ein Schweizer Taschenmesser habe für 85 Euro und nehmen wir mal Zigarren. Wenn ich jetzt die Siglo 1 von Cohiba, die liegt bei 12 Euro, da hätte ich 5 Zigarren, die habe ich dann geraucht. Das Ding hier habe ich hier Ewigkeit. Das Schweizer Taschenmesser, das ich am längsten habe, habe ich seit 1900, ich habe es letztens erst datieren lassen, 1900, ich glaube 87 und ich habe es immer noch. Daher ist es vollkommen okay für mich. Wenn es für dich zu viel ist oder wenn du das nicht einziehst, nicht schlimm, jedem das Seine. Jetzt werfen wir aber mal einen Blick rein, wie die Dinger aussehen. Und zwar, bevor das ihr fragt, ob ich die selber gemacht habe, nein, habe ich natürlich nicht. Ich bin technisch absolut nicht unbegabt. Ich habe keine Probleme damit, eine Wand einzureißen. Ich habe keine Probleme damit, eine Wand zu bauen. Ich habe auch schon mal eine Wand gebaut, die aussieht wie ein Bücherregal auf der einen Seite mit einer versteckten Tür. Das kriege ich alles hin. In dem Moment, wo es dann so klein wird, habe ich echt Probleme. Da habe ich vielleicht zu grobe Hände dafür. Wer weiß. Holen wir sie mal raus. So, dann könnt ihr die auch mal ein bisschen näher sehen. Ich habe die tatsächlich so bestellt. Also ich wusste, ich wollte das Hiker. Und ich habe dann das Hiker bestellt und habe mir das dann sogar zusammenbauen lassen. Und zwar in der Altona Silberwerkstatt. Deswegen auch die Karte auf dem Tisch. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als diese Altona Silberwerkstatt immer wieder zu erwähnen. Die machen echt einen coolen Job und das ist so ein bisschen versteckt. Also die haben die natürlich auf ihrer Webseite. Diese Farbe hier ist übrigens auch eine Sonderfarbe für die Altona Silberwerkstatt. Die gibt es nur bei denen tatsächlich, für die Knife Lounge. Finde ich, ist eine coole Sache, passt. Ich habe einiges im braunen Mikata jetzt, da wäre das wirklich cool. Das steht bei denen auf der Webseite auch, dass wenn du jetzt das Messer bei denen bestellst und wenn du die Daily Customs Schale bestellst, dann montieren die dir das. Nicht, dass man 60 Euro ausgibt und dann spart man am Kleber und nimmt irgendeinen Pattex-Kleber, den man noch von der dritten Klasse vom Watteschneemann hat. Lasst es die Profis machen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn jemand von euch natürlich hergeht und sagt, hey, ich bin Modellbauer und so je kleiner, desto besser für mich, dann sei so gut, hau rein. Für mich war das die einfachste Lösung. Und es ist mir wichtig, euch zu sagen, dass ihr das in der Altona Silberwerkstatt auch machen lassen könnt. Übrigens kostenlos. Also kaufst du das Messer plus die Griffschale, montieren die dir das. Musst denen nur eine Nachricht geben. Ihr entschuldigt die Pause, aber dieser Woodford Reserve ist einfach so gut, da brauche ich immer ein Sekündchen. Falls ihr den nicht kennt, den haben wir auch noch nicht durchgenommen. Woodford Reserve, das Ding hat ein bisschen mehr Arsch dran als die anderen. Also nicht von den Umdrehungen her, einfach vom Geschmack her, das ist ein bisschen intensiver. Coole Flasche, kann ich nur empfehlen, aber falsche Rubrik, das schauen wir uns dann auch an, wenn es soweit ist. Tja, warum habe ich mich für einen Hiker entschieden? Das Hiker hat die Schere nicht, dafür hat das Hiker die Säge und das Hiker hat den Korkenzieher nicht, sondern hat dafür
den Schrauber, wie das Tinker. Bevor das jetzt irgendjemand komplett wieder ausflippt, ja, die Schere von den Schweizer Taschenmessern ist im Endeffekt die beste Schere, behaupte ich jetzt mal, die man bekommen kann. Leatherman ist auch ganz gut, Gerber ist auch nicht schlecht, aber ja, die von den Schweizer Taschenmessern ist schon toll. Ich habe nur keine Verwendung dafür. Also ich habe auch verschiedene Taschenmesser mit der Schere, ich benutze sie einfach nicht. Ich glaube, ich habe sie einmal gebraucht. Wobei die Säge ich schon tatsächlich viel öfter gebraucht habe. Und zwar, ich gehe mit dem Kleinen gerne mal in den Wald. Ich habe sie beim Umzug öfter mal gebraucht. Ich brauche die Säge einfach öfter. Und der Korkenzieher, ja klar ist der toll, wenn du mal einen Knoten aufmachen möchtest, aber ich habe ihn halt auch nie gebraucht. Ich brauche einen Schraubendreher viel öfter. Übrigens auch sehr cool das Schwarze. Ich bringe es auch mal ein bisschen näher, dass man es mal ein bisschen näher sehen kann. Auch sehr cool gemacht. Und das Heiker hat für mich natürlich genauso die Größe bzw. die Dicke, die noch vollkommen akzeptabel ist. Ich habe ja gesagt, ich habe immer eine zweite Klinge dabei, für wenn der Kleine mal irgendwas essen will. Das will ich dann nicht unbedingt mit der Klinge machen, mit der ich dann Kartons aufschneide und vielleicht einen Dreck rumschneide und so weiter. Auch das mal ein bisschen näher gebracht, das Braun, absolut cool. Wenn ihr das haben wollt, das gibt es tatsächlich nur in der Altona Silberwerkstatt. Ihr seht es auch hier an dem Knife Lounge Logo, ja, was drauf ist. Das müsstet ihr dort bestellen. Es gibt noch ein grünes, das habe ich jetzt nicht. Das grüne ist nicht so ganz mein Ding. Tja, wie gesagt, jetzt hast du 85 Euro ausgegeben für ein 25 Euro Messer. Aber, puh, ist das gut verarbeitet. Hey, also mal Spaß beiseite. Das ist wirklich toll und die haben mir das auch so super hier drauf gemacht. Ich bezweifle mal, dass ich sowas Kleines so hinbekommen hätte. Also das sieht wirklich toll aus, ja. Dann ist es so, du merkst wirklich schon an der Verpackung, da ist nicht gespart, sprich, du hast hier nochmal tatsächlich, welches es ist und was genau und wann es gemacht wurde, steht noch drauf. Und da ist so ein bisschen Handarbeit noch mit dran, ja. Die haben natürlich auch viel teurere Schalen, ja. Da gibt es Schalen bis zu 300 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Da gibt es Kupfer, da gibt es Messing, da gibt es Titan, da gibt es Titan-Damast-Inlays, wie auch immer. Hoffentlich war das jetzt der richtige Ausdruck, sonst flippt wieder jemand komplett aus. Also falls es der falsche Ausdruck war, entschuldigt mich. Was kann man sonst noch zu Schweizer Taschenmessern sagen? Ich bin jetzt ja nicht der Messerguru, der alles weiß, sondern ich zeige euch halt einfach das, was mir gefällt. Ich bringe sie noch mal beide ein bisschen näher, damit ihr es sehen könnt. Das Schwarze ist super und das andere auch. Ich habe mir die Dinge gekauft und bestellt, weil ich die halt haben wollte, weil ich die toll finde. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen, weil ich habe auch online mal gesucht. Ich habe aber nichts gefunden über die Mikata Schweizer Taschenmesser. Ich habe viel über die anderen Schalen gefunden, aber diese hier eher wenig. Boah, ist der gut. Okay, sorry. Da wären wir wieder. Ja, ich habe wenig über die gefunden. Also die fühlen sich natürlich toll an. Typische Eigenschaft vom Mikata. Klar, wenn die ein bisschen feucht werden, dann werden die noch griffiger. Und ja, die nehmen auch eine sogenannte, na, kann man da Patina sagen? Ich weiß es nicht. Also du merkst es, wenn du die schon länger hattest. Dann werden sie dunkler und dann nehmen sie durch die Öle in deiner Hand natürlich nochmal eine andere Farbe an. Und ja, die werden sich verändern. Schweizer Messer mit Mikata-Griffschalen. Absolut coole Sache. Ich kann es nur empfehlen. Ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen näher bringen können. Und denkt dran, wenn ihr die montiert haben möchtet, Altona Silberwerkstatt, Maxi und ihr Team, die montieren euch die Dinger. Jeder kennt die Schweizer Taschenmesser. Jeder weiß, was die aushalten. Jeder weiß, wie belastbar die sind, wie groß die sind, wie die sich anfühlen. Ich finde die jetzt halt wirklich toll mit dem Mikata. Das ist auch für mich, das Heiker ist perfekt. Ich habe mal den Schraubendreher, ich habe die Säge mit dabei, genauso wie ich es haben möchte, nicht zu dick. Ich habe eine zweite Klinge, wenn der Kleine mal was essen will, muss ich das nicht mit der Klinge schneiden, mit der ich im Dreck rumstoche. Und vor allem CNC gefräst, das ist alles absolut präzise, da ist nichts daneben. Und die werden in Hamburg gefertigt. Was ein schönes Schlusswort. Hansestadt, Hamburg. Passt doch.
Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er für ein Schweizer Taschenmesser ausgeben möchte. Ich habe sehr rational gesehen und für das, was ich bekomme, fand ich es preislich absolut im Rahmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Ich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, natürlich zeige ich euch das neue EDC, sobald das letzte Teilchen, auf das ich noch warte, bei mir eingetroffen ist. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. 60 Euro ist günstiger als mein Essen im Steakhouse.